Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin YouTuber Murat aus Deutschland. Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Ben YouTuber Murat, Almanya. Bugünkü videomda gördüğünüz gibi VIP otobüsünde oturuyorum. 250 bin euroluk otobüs. Wie ihr seht, liebe Zuschauer, sitze ich momentan in VIP Bus im Wert von 250.000 Euro. Und draußen ist das auch so warm, kann man gar nicht aushalten. Über 40 Grad. Dışarısı acayip sıcak sevgili izleyicilerim. 40 derecenin üzerinde sıcaklık var. Hier sind auch Ladegerät, USB-Anschluss, USB telefon, cep telefonunuzu buradan da doldurabiliyorsunuz. Hemen akıyor. Burada masası da var. Gördüğünüz gibi. Die Armlehne. Kolluklar. Tabi bu arka yöne de oturuş şeklinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da klima geliyor sevgili izleyicilerim. Kommt auch Klima raus hier, wie ihr seht. Şu taraftan klima ayarlanıyor, ışıklar. Evet. Hier ist der Fernsehteil. Burada da televizyon var. So, komm, ben zeig ich mal ein bisschen nach vorne. Ön tarafını göstereyim. Burada gördüğünüz gibi masalar, tischler. Wir haben auch Kühlschrank hier. Da ist auch wie ein Flugzeug, VIP-Bus, ne? Kameramann, kommen Sie mal mit. Komm mal, die Masse mal dahin. Wie gesagt, 250.000 Euro. Bus, 250 bin Euro. VIP-Otobüsü. Mercedes-Benz. Gördüğünüz gibi. So, liebe Zuschauer, gestern haben wir den Zhu Jiae, Multimilliardär, chinesischer Unternehmer, Nummer 1. In China Nummer 1, haben wir gefahren für einen Tag. Vermögen über 32 Milliarden Euro. Sevgili izleyicilerim, dün Çin Milliardärini Zhu Jiae sürdük bir günlüğüne. Bu VIP otobüsünde gördüğünüz gibi kendisi de şu karşıda oturmuştu. Mal varlığı 32,5 milyar dolar euroluk ticaret adamını da sürmüş olduk. Evet, gördüğünüz gibi karşımda da Almanya'nın en iyi otobüs şoförü oturuyor. Kendisi de Türk sevgili izleyicilerim. Ne zamandır otobüs sürüyorsunuz? 25 senedir otobüs sürüyorum. Evet, 25 senedir otobüs sürüyorsunuz. Dün hangisini sürdünüz, o Çin milyarderini? Dün Çin'in bir numara işçisini sürdük. Çin Utanayma. 32 milyar temögün geldiler buraya boşa. O Çin'de en büyük odur zaten değil mi? Milyarder olarak. Numara 1. Number 1 diyorlar şimdi. Bir numara. Evet, tabii dünyada da sayılıyor. Dünyanın 5-10 milyarderlerin içinde. Trump'la da, Amerikan Başbakanı Trump'la da yemek yedikleri de oldu. Hepsi, Erdoğan'la bile buluşmuş adam. Evet, Erdoğan'la da buluşmuştu, evet, evet. Liebe Zuschauer, wie gesagt, gestern den Multimilliardär Chinese gefahren, der Busfahrer. Der ist einer der besten Busfahrer in Deutschland, zählt. VIP-Busfahrer. Die normalerweise wollten ja für eine Woche hier bleiben. Warum sind die gereist wieder nach einem Tag? İki gün sonra hitzin yüzüne, Almanya'da sıcak bakımından hemen iptal ettiler. Almanya'yı direkt Afrika'ya uçtular. VIP yerine bıraktı. Wieso sind die dann nach einer Woche gefahren, lieber Busfahrer? Bir chinesischer Multimilliardär. Wegen der Hitzefall da war das, ne? In Deutschland, über 40 Grad. Her yer kapalıydı burada. Ist der mit die Jet Set gekommen oder was? Jet Fly? Boeing, özel kendi. Können Sie Deutsch reden, weil ich mache ja auf Deutsch dann. Ist der mit seinem Jet wieder nach China geflogen? Eigene Boeing 330. Ist ein eigener Privat. Boeing ist er mit dem geflogen. Ach so, ja, ja. Ja, wie gesagt, die waren ja bei Bosch Firma in Deutschland, ne? Wo war das denn? Düsseldorf. Stuttgart. Bosch. Unternehmer, ne? Ja, ja, ja.
Vermögen aber haben wir, ne? Ja knapp 34 Milliarden Euro. Ja, die wollen ja Mitarbeiter Bosch abkaufen, habe ich gehört. Von den Kreisen. Aber ob das stimmt, weiß man nicht. Ne? Ja, der Xinzhou war ja auch mit dem Mr. Trump, ne? Zusammen. Auch geschäftlich. Genau, ne? Auch mit der Erdogan auch. Meist den Chinesen. Ja, das ist der Nummer 1 in China, liebe Zuschauer. Der Multimilliardär, der saß ja auch hier dann, ne? Genau hier vorne. Der saß genau hier dann. Burada oturmuştu Çin milyarderi. Dünyanın en gelmiş geçmiş milyarderlerinden biri. Ja. Ja, da haben wir auch draußen jetzt 40 Grad Hitze. Wahnsinn. Evet sevgili izleyicilerim. Bu gördüğünüz de Çin yemeği. Bunlar Çin makarnasıyla tavuk eti. Tadına bir bakalım nasıl. Chinese noodle, lieber Zuschauer. Wir kennen es. Schmeckt lecker. So, liebe Zuschauer, das war's. Bis auf nächstes Video. Bye bye. Danke fürs Zuschauen. Wir fahren jetzt weiter. Draußen ist 40 Grad Hitze, liebe Zuschauer. Sevgili izleyicilerim, bu videonun da sonuna geldik. Seyrettiğiniz için de teşekkürler. Bir dahaki videolarımda sizlerle görüşmek üzere. YouTube'a Murat'ı izlemeye devam edin. Bye bye.